Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege, die Sie gerade die Vergleiche gezogen haben von Kunst, muss eine freiwillige und auch eine leistungsgerechte Angelegenheit sein. Kunst nach Leistungsprinzip, das kann hier auf die bildende Kunst angewendet werden nach Ihrem nach Ihrer Rede gerade, aber für alle anderen Kunstsparten haben wir eine Regelung gefunden. Von daher die Gerechtigkeitslücke, und das ist auch der Titel des Antrags, über die reden wir hier, und ich glaube, da haben wir ein deutlich anderes Verständnis als Sie. Und diese Debatte um die Einführung einer Ausschenkungsvergütung, ich will das noch mal ganz klar sagen, wird von Seiten der Kunstverbände und von Verdi seit über 30 Jahren geführt. Also nicht zuletzt 2007 hat die Enquete Kultur klare Forderungen zu diesem Thema gestellt. Und wir haben 2011 einen Antrag dazu gestellt. Wir begrüßen den Antrag der Linken deswegen sehr. Und wir reden über wirklich einen alten Hut, weil in der Praxis hat sich bis heute nichts getan. Einst war die Ausstellungsvergütung ein Steckenpferd der SPD. Ich gucke mal in Ihre Richtung. Seit Sie in der Großen Koalition sitzen, haben wir zu dem Thema von Ihnen leider auch nichts mehr gehört. Und ich muss noch mal sagen, die Einführung einer Ausstellungsvergütung, auch Herr Kollege, Blick ins europäische Ausland zeigt, die ist längst überfällig, und vor allem ist sie machbar. Und Sie machen nichts. Schlimmer, die Versäumnisse der Bundesregierung zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Lage von Kulturschaffenden sind dramatisch. Niedrige Honorare, mangelnde soziale Absicherung und in der Folge dessen Altersarmut. Das ist die ungeschminkte Realität vieler Kulturschaffender und Kreativer in diesem Land. Das ist weiter brotlose Kunst, und da können wir was gegen tun. Gerade gestern haben wir Grüne in einem öffentlichen Fachgespräch mit zahlreichen Kulturleuten und Kreativen über wirkungsvolle Wege zur Absicherung von Arbeitslosigkeit, Krankheit und auch der prekären Situation im Alter diskutiert. Und wir arbeiten im Dialog mit denen neue Konzepte, Konzepte, die an die Lebensrealität von Kreativen und Kulturschaffenden angepasst werden. Und darauf kommt es an. Eine Regelung, die überhaupt nicht zur Beschäftigungsrealität vieler Künstlerinnen und Filmleute passt, also Sonderregelungen zum Beispiel für kurzbefristete Beschäftigte. Meine Damen und Herren, wo liegt denn der Sinn solcher Regelungen, wenn Konstrukte aufrechterhalten werden, die die Mehrheit dieser Arbeitnehmerinnen überhaupt nicht trifft und nicht auf sie passt? Deswegen hat meine Fraktion 2014 schon, vor 3 Jahren, ein Konzept zur Beitrags- und Anwartschaftszeiten in der Arbeitslosenversicherung vorgelegt. Das geht so. 4 Monate einzahlen, 2 Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld. Und da sage ich ganz klar, das wird den Kultur- und Kreativschaffenden in diesem Land wirklich direkt was bringen. Das haben Sie abgelehnt, da haben Sie eine große Chance verpasst. Konkret zur Ausstellungsvergütung. Die Einführung allein wird aber oftmals der schwierigen Lage der vielen bildenden Künstlerinnen und Künstler nichts ändern können. Also die Beträge, die Kollegin hat es ausgeführt, sind klein, ja, aber partiell tragen sie zu einer Einnahmesituation, einer verbesserten bei. Und hinzu kommt, und das ist eben genau das, was ich eben eingangs sagte, es schließt eine Gerechtigkeitslücke, eine, die die bildende Kunst hat im Vergleich zu allen anderen Kunstsparten. Interpretinnen, Bühnendarstellerinnen, für all diese gilt, sie haben quasi andere Möglichkeiten, über ihre Werke Einnahmen zu erzielen. Nur bei den bildenden Künstlerinnen und Künstlern können nur durch den Verkauf ihrer Werke Einnahmen erzielt werden und nur durch öffentliche Präsentation ihrer Kunst. Und oftmals, und das kommt noch dazu, müssen sie draufzahlen, wenn sie eine Ausstellung ausrichten. Also da ist auch noch eine strukturelle Benachteiligung, die möglicherweise on top noch Geld kostet. Einige Punkte, die hier wichtig in diesem Antrag auch vermerkt sind, völlig richtig und richtig ist, die Ausstellungsvergütung auf Orte zu begrenzen, zum Beispiel da, wo Kunst gezeigt wird, wo sie im Kunsthallen zum Beispiel verkauft wird. Von diesen Bereichen der Kunsthalle muss deswegen von diesen Vergütungen ausgenommen werden, weil hier ist das Abzielen darauf, dass die Kunst verkauft wird, der Sinn und Zweck der Angelegenheit. Entscheidend ist für uns, dass eine Unterscheidung zum Beispiel aber gemacht wird von soziokulturellen Zentren zu Museen. Also da sind die Handlungsspielräume ja eindeutig auch andere und nicht vergleichbar. Wir unterstützen ganz besonders, ich will noch mal darauf hinweisen, dass die Ausstellungsvergütung in die Fördergrundsätze der vom Bund geförderten Einrichtungen und Projekte aufgenommen wird. Der Bund muss hier mit gutem Beispiel vorangehen. Und deswegen, und das haben übrigens die Sachverständigen gestern im Fachgespräch zur sozialen Lage im Kulturausschuss gestern noch mal klar eingefordert, der Bund muss hier und auch in vielen anderen Bereichen mit gutem Beispiel vorangehen. Also,
Und es wäre jetzt nett, wenn Sie auch mit gutem Beispiel zu Ende kommen würden. Ich will nur zum Abschluss sagen, Frau Präsidentin, wir sollten mit einem wichtigen Signal der Wertschätzung für künstlerische Arbeit auch mit diesem Projekt, auch mit diesem Antrag für die bildende Kunst vorangehen. Dieses Signal sollten wir aussenden und nicht eine Kunst, die sich weiter nicht weiter lohnt für die Menschen, die dafür viel arbeiten müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Burkhard Blinert, SPD-Fraktion.